Tag Freunde, willkommen zur weiteren Video der ONC, der Orville Nerf Community. Ich bin der König und heute gucken wir uns eine gemoddete Nemesis an aus der Rival-Serie. Ist ja wirklich kein neuer Blaster und eigentlich ganz einfach. Loks raus, 3S Lipo rein. Fertig. Fertig muss aber nicht unbedingt fertig sein, denn dieser Blaster feuert jetzt so schnell wie der Percy's. Also nicht nur so stark, sondern auch so schnell. Wie das geht, das gucken wir uns heute in diesem Video an. Legen wir los, wie immer. Wir öffnen den Blaster und dann gucken wir einmal kurz die Innereien durch. Machen den erstmal Lipo fertig, jagen den übers Chroni, testen mal kurz aus, wie die Feuergeschwindigkeit ist. Und dann brüllen wir mal so einen Blaster-Parts-Motor da rein. Ich freue mich drauf. So, reichlich Schrauben später. Das hier nehmen wir schon mal raus. Das hier lässt sich auch einfach zerlegen. Na, ich nehme es mal ab, lege es mal vorsichtig hier hin. Und auch, jetzt können wir den Blaster von hinten vorsichtig öffnen. Auch unvorsichtig. Na, die Schraube, die will noch ein bisschen nachgemacht werden. Tada! Eine Nemesis. Ist jetzt nicht ganz so super neu, wissen wir auch. Und für den, der es sich einfach machen will, den Thermistor raus. Hier die Kontakte direkt an den Motor löten, denn da ist auch ein Thermistor versteckt. Das gleiche, hier ist ein Thermistor, da ist ein Thermistor. Also wir haben 4 Thermoloks hier drin. So, das erste, worum wir uns kümmern, ist das Rausnehmen von diesem Thermistor. Das ist ganz einfach, das ist eine Platine, die ziehen wir mal raus. Und dann verbinden wir die beiden Kabel miteinander. Ganz easy. Das Lok hier befindet sich hier. Normalerweise wird das vom Hopper runtergedrückt und schaltet dann die Verkabelung durch. Da kümmern wir uns gleich drum. Bei den Motoren, wie gesagt, wir werden erstmal den mit 3S betreiben. Das ist okay. Aber ich will auf jeden Fall hier diese Platine größtenteils entfernen. Also müssen wir das auch mal einmal ausbauen. Die Schraube muss dafür raus. Die Schraube muss dafür raus. Und dann kann man das Ganze hier rausheben. Und natürlich auch bei den Motoren kommen die Thermistoren raus. Da hätten wir nun die Motorensektion. Man sieht hier da und da die Lötpunkte, wo die Kabel angelötet werden müssen. Das heißt, den Rest der Platinen können wir im Prinzip wegknipsen. Wir legen also mal ein bisschen grobe Hand an. Wenn man sich das einfach machen möchte, kann man natürlich auch Plus und Minus direkt hier an die Pole anlöten und die Platinen dran lassen. Das verschmort mit der Zeit und riecht dann sehr unangenehm. Ich möchte nur sagen, es geht. Ne? Aber schön, dass man es wegmacht. Also werde ich jetzt diese Lötpunkte erhitzen und das hier mit einer Zange hochziehen. Tada! Et voilà. Wenn man das öfter gemacht hat, dann ist das nicht ganz so schwer. Jetzt verzinnen wir die Kontakte wieder und dann wird hier ein bisschen Kabel dazwischen gelötet. So, wir haben die Platinen hier rausgehauen, schnell die neuen Kabel gezogen. Ich werde jetzt hier Plus und Minus entsprechenderweise verbinden und dann geht's hier vorne weiter. Nach einem kurzen Test der Laufrichtung mit einem kleinen Akku habe ich dann mal hier Minus und Plus markiert entsprechend und die Originalkabel wieder angelötet. Ja, die sind nicht so dick wie das Kabel, aber für die Stromstärken von den Originalmotoren reichen die wirklich noch aus. Da braucht ihr bei einem 3S-Mod bei Rival eigentlich noch nicht neue Kabel ziehen. Kann man machen. Muss man nicht unbedingt. Hier am Motor verbirgt sich ebenfalls ein kleiner Thermistor, also einen Pusher-Motor, und den machen wir als nächstes mal weg. Da haben wir unsere Motorplatine hier vom Pusher-Motor. Wie gesagt, da ist der Thermistor komplett mit drauf. Auch hier entfernen wir das ganze Konstrukt jetzt und verlöten dann Minus und Plus entsprechend. Man beachte, hier ist so ein blaues Kabel, was am Minus rangeht. Damit hat es eine besondere Bewandtnis, auch mit dem gelben Kabel. Denn in der normalen Ausstattung macht die Nemesis hier eine Motorbremse. Das wollen wir nach Möglichkeit übernehmen. Und das zeige ich euch gleich wie. So, einmal kurz die Platine abgelötet. Prozedere genau wie den Flywheels. Und jetzt mache ich die kleinen Käbelchen hier ab. Wie man sehen kann, habe ich hier das
das braune und das blaue Kabel jetzt zusammen an den linken, an den Minuspol angelötet und das gelbe Kabel an den Pluspol von dem Pusher- oder Förderbandmotor. Soweit, so einfach. Jetzt geht es mit diesem kleinen Platinchen hier weiter, denn das ist das elektronische Lock hier oben und das wollen wir natürlich außer Gefecht setzen. Um das elektronische Lock zu entfernen, machen wir diese Schraube ab und dann können wir hier das Ganze auseinanderbauen. Das sieht ein bisschen komplex aus, das Ding, ne? Mechanisch Schalter rausziehen, man verbindet Rot mit Orange mit Pink und man verbindet Blau mit Braun. Fertig. Also Schrumpfschlauch drüber und das war's dann, ne? So, wir können die Funktion testen. Die Kabel verstaue ich hier gleich noch ein bisschen schöner, aber das reicht erstmal so aus. Hier ist ein Adapter dran und dann hänge ich mal einen kleinen Lipo dran. Können natürlich auch mit einem Nickel-Akku testen. Das ist ein sehr kleiner 3S und... Flywheels laufen. Mal sehen, ob auch das Förderband und diese Schnecke hier funktionieren. Ja, hervorragend. Ich werde den Blast jetzt einmal zusammentüddeln und dann machen wir einen Schusstest, wie die Feuergeschwindigkeit ist. Und dann kommen wir zum Experiment, was passiert, wenn wir hier den Motor durch einen Kraken ersetzen. Ich bin echt gespannt auf euren Blaster, Max. Schauen wir mal. 30 Adventure Force Rivalbälle sind jetzt momentan im Blaster drin. Kleiner 3S-Lipo ist da jetzt auch drin. Wir gehen mal ganz kurz in den Flur und hauen ihn mal eben raus und dann gucken wir, wie lange das dauert, bis der Blaster die rauspfeffert. So, wir testen mal die modifizierte Nemesis mit 3S-Akku und den normalen Flywheel-Motoren und den normalen Pusher-Motor auf die Dauerfeuergeschwindigkeit. Mal sehen, was bei rumkommt. Das ist doch schon ganz ordentlich, oder? Da wären wir wieder mit dem Blaster. Wir haben die Nemesis wieder aufgemacht. Denn jetzt kommt Teil 2. Wir haben sie getestet. Vollgeschwindigkeit. Vielleicht kriegen wir sie höher. Also rupfen wir den Motor raus. Passen auf, dass uns das Getriebe nicht um die Ohren fliegt. Und mit diesem Adapterstück sollte ein normaler 130er Motor hier reinpassen. Ob das stimmt, also dieses kleine Teilchen hier, das probieren wir heute mal aus. Ich bin gespannt. Und dann muss da noch ein Voltmeter hier rein. Da ist ganz viel Platz. Ich denke, das ist ein guter Platz im Gehäuse. Und ja, dann wären wir auch ready. Machen wir uns ans Werk. Damit das geht, schrauben wir hier unser ganzes Flywheel Cage Ensemble los, dass wir ein bisschen besser arbeiten können. Und dann schauen wir mal. So sieht es dann aus, wie vorhin. Hier sind keine Schrauben drin, das ist glaube ich nur gesteckt. Na. Ich mache jetzt mal ein paar Bilder von dem Setup hier der Zahnräder. Nicht, dass da hinterher was auseinanderfliegt und dann kriege ich es nicht zusammen. Moment. Wie man hier sehen kann, da und da, ne, ist hier jetzt eine Schraube drin. Die müssen mit einem langen Schraubendreher losmachen. Dann können wir hier nach hinten dieses Element wegziehen. Das machen wir als erstes. Gelöst. Ich ziehe es vorsichtig ab. Oh, das wird spannend. Lege ich das mal hier hin und hoffe, dass sich nichts rührt. Ah, okay, da müssen wir erstmal die Kabel wieder ablöten, dass wir das hinkriegen und hier vorne dieses Zahnrad vorsichtig mit dem Schraubendreher hier von der Welle runterhebeln. Das wird tricky. Wir fangen mit dem Ritzel an. Schrauben raus. Machen hier so Drehbewegungen nach links und nach rechts mit dem dazwischen gesteckten Schraubendreher. Schwupp, das ging auch gut, super. Lassen wir erstmal da liegen. Ich löte das hier kurz los und dann sehen wir uns gleich wieder.
Ich muss dann gucken, was denn hier Plus und Minus ist. Spannende Sache. So, mal kurz abgelötet und schwupp. Können wir das abnehmen. Sehr schön. Den lassen wir erstmal so, wie es ist. Legen uns hier hin. Da war Plus. Das markiere ich mir mal für später. Wer weiß. Hier ist unser schicker blauer Blaster Parts Max Motor. Der kommt dann jetzt passend hier wieder durch. Tja, passend durch ist natürlich schwierig. Geht nämlich so nicht. Deswegen der Abstandshalter. Mal gucken. So soll er dann sein. Ah, so ist das gemeint. Okay, dann muss das Kabel dann... das ist natürlich eine frickelige Sache. Na gut. Löten wir die Kabel an, die gehen dann seitlich da rein. Also was man machen muss, ist dieses Stückchen hier draufsetzen. Das klemmt auch einigermaßen fest mit so ein bisschen Überzeugung. So. Dann kommt dieses Stück hier mit drauf. Das ist nicht fest, das ist ein bisschen ärgerlich. Ich punkte das gleich fest mit ein bisschen Heißkleber oder sowas und dann muss das Ritzel hier vorne noch drauf. Aber erst Ritzel und dann das. Und dann gucken wir mal, was passiert. Das ist jetzt gerade so fummelig, das kann ich kaum aufnehmen. Also ich habe jetzt das Ritzel drauf gesteckt auf die Motorwelle, den Motor hier rein, muss das mit dem Finger festhalten, die Schrauben jetzt dazu fummeln und das Ganze zudrehen. Es ist... manchmal braucht man beim Modden 4 Arme und 8 Hände. Eine Seite scheint zu halten. Okay. Es könnte funktioniert haben. Ich mache mal vorsichtig Strom dran und gucke, ob die Laufrichtung überhaupt richtig ist, weil wenn das jetzt rückwärts läuft, müssen wir nochmal zurücklöten. Sekunde. So, ich habe mal kurz einen kleinen Lipo angesteckt und jetzt schauen, was passiert. Wir geben mal Gas. Es wird laut, vorsichtig und dann gucken wir, ob wir die Kette nach vorne auch befördern sich lassen. Und ich glaube, das geht schneller. Spannend. Okay, wieder alles verstauen und ich werde noch das Voltmeter hier eben reinbrüllen. Also Schleifer beiden. Jawohl, jetzt passt das Voltmeter auch rein. Also ist jetzt natürlich von der falschen Seite montiert. Klar, das kommt jetzt gleich von innen rein. Wird dann fixiert mit ein bisschen Epoxy und dann passt das schon. Also, so wird es gleich aussehen. Ich muss jetzt noch diese kleinen Tabs an den Seiten wegknipsen und dann passt das. Sehr cool, oder? Was hat sich hier getan? Na klar, das Voltmeter ist... Naja, der Platz fürs Voltmeter ist ausgeschliffen, das Voltmeter mit Epoxy eingeklebt. Die beiden Pluskabel, gelb und rot, sind miteinander verbunden. Läuft jetzt hier über eine Verlängerung zum Pluspol, vorne an den Flywheels. Minus habe ich mal direkt hier mit an den Minuspol der Batterie mit reingepackt. Mit anderen Worten, laufen die Flywheels los, geht auch das Voltmeter an. Soweit, so easy. Was ich jetzt noch machen möchte ist, der Besitzer möchte den Blaster sowohl mit den normalen Batterien betreiben, als auch mit einem Lipo. Naja, die normalen Batterien kriegen ja über das gute alte Batteriepol-Ding hier ihren Strom. Den Lipo möchte ich aber auch dran kriegen. Und zwar, nicht gleichzeitig, aber alternativ. Dazu müssen wir jetzt irgendwo hier einen Lipo-Stecker zum Gehäuse hinkriegen, der möglichst keine Funktion stört. Mit anderen Worten, ich werde jetzt hier eine Aussparung reinmachen, dort einen Lipo-Stecker entsprechend verkleben, den man dann von hier aus benutzen kann, aber nicht muss. Mit anderen Worten, steckt er hier hinten das ganz normale Batteriefach rein, läuft der Blaster so los, Batteriefach raus, Lipo hier dran stecken, dann hat er voll Lipo-Power. Also, schleifen, kleben, löten, ihr kennt das. Da wären wir nun mit dem nächsten Step. Der Stecker ist eingeklebt, die
Kabel sind hier mit dran gelötet, Minus logischerweise und Plus geht hier mit dran. Habe ich einen Y-Adapter gemacht. Hier ist eine lange Schraube mit eingeklebt. Warum? Wenn man von hier aus den Stecker reinsteckt, möchte ich, dass hier ein bisschen mehr Stabilität drin ist, weil der wird halt nur geklebt. So ist es stabiler. Also wenn man hier normalerweise einen Akku jetzt dran steckt, sollte das ziemlich gut halten. Ich habe es gerade mal probiert und ja, passt. Ich werde jetzt noch einen kurzen Funktionstest machen und dann kann der Blaster zusammengeschraubt werden, denn dann sind wir bereit, den zu testen, ob er jetzt mit dem 3S-Dipo schneller feuert als vorher. Ich bin gespannt. Wie man sieht, der Blaster ist bereits wieder zu. Ja, ihr habt ja gesehen, wie das Setup ist. Ich habe jetzt mal ein Adapterkabel hier reingesteckt, da sieht man es schon. Ich nehme ja Dienststecker, aber der Kunde nimmt XT60, ist okay. Und ja, dann stecken wir doch mal einen kleinen Lipo dran. Da mal ein, sehr klein. Legen wir hier rein und da ist auch das Voltmeter. Wir geben jetzt mal vorsichtig Gas. Das läuft und mal schwer gespannt, wie das gleich sich verhält, wenn der Akku richtig geladen ist. Wir sehen uns gleich am Kroni respektive mal kurz vorne im Keller, um die Schussgeschwindigkeit zu testen. Dann schauen wir uns jetzt mal die Feuerrate unserer modifizierten Nemesis an. Die hat, wie gesagt, jetzt den Blaster Parts Max Motor drin zum Pushen der Bälle. Ich bin gespannt, wie es funktioniert. Da merkt man ja wohl richtig den Unterschied, oder? Und da wären wir draußen zum Outdoor-Test von der modifizierten Nemesis. Jetzt mit dem stärkeren Pusher-Motor und 3S-Lipo logischerweise drin. Akkufach bleibt offen. Das ist okay so. Wir gucken jetzt einfach mal, was macht die Feuergeschwindigkeit? Was für einen Schraubengewitter erzeugen wir jetzt mit diesem netten gemoddeten Blaster? Riesenspaß, so das Gerät. Cooles Teil. Wir gehen einsammeln. Hier liegt schon der erste Ball, der ist einfach mal hängen geblieben, whatever. So, bei dem ganzen Laub hier ist ein Sturm durchgegangen, also kein bitte nicht wundern. Ball hier, da. Dort, hier, da war gerade meine Kamera, noch einer, hier, da. Also wie immer, die Nemesis, insbesondere bei Wind wie heute, kein Präzisionsgerät, sondern mehr so ein Breitschwert. Aber hier in diesem Kegel, also da haben wir alles verschaumstofft. Und das mit guter Geschwindigkeit, würde ich jetzt sagen. So macht das Ding noch mehr Spaß. Auf zum Fazit. Und damit wäre es Zeit für ein Fazit zur modifizierten Nerf Rival Nemesis. Wie soll ich sagen, das hat jetzt genau das geschafft, was der hoffentlich stolze Besitzer sich gewünscht hat von mir. Eine Nerf Rival Nemesis, die quasi wie Stock performen kann, aber auch mit dem 3S Lipo ungefähr an die Leistung von der Perseus rankommt, zumindest was die Feuergeschwindigkeit betrifft und natürlich auch die, sage ich mal, Reichweite. Das ist schon ziemlich cool. Also, finde ich, ist ziemlich beachtlich. Man hat es gesehen, die Leistung ist, die ist einfach da. So, also das Ding hier auf die bei uns üblichen Ü18 Entfernungen, so eine kleine Turnhalle, da ist so ein Ding jetzt richtig schnieke. Wer also nicht an der Perseus drankommt, mit dem Tausch des Motors aus dem Pusher, ist natürlich nicht ganz easy, wissen wir auch, ist es aber durchaus möglich, auf Perseus ähnliche Performance zu kommen. Oder sogar ein bisschen drüber hinaus. Who knows? Ja. Ansonsten würde ich sagen, das gute Stück geht jetzt gut verpackt wieder auf die Reise und ja, mal sehen. Irgendwann hoffe ich doch mal, dass ich dieses Teil dann mal live mit oder gegen mich im Einsatz sehen darf, wer weiß. Ansonsten würde ich sagen, ihr seid informiert und man trifft sich.